Also beim Mountainbike oder beim E-Bike muss man unterscheiden, in der Stadt oder im Gebirge, dann im Gelände. In der Stadt ist sicher die Frage eine Frage des Überblicks. Da haben ältere Personen oft Schwierigkeiten schon beim Aufsteigen, vor allem die Damen, auf diese schweren Räder. Und dann möchte ich auch noch dringend davon abraten, dass man die E-Bikes den Chip entfernt oder einen Chip hineingibt, dass er die Geschwindigkeitsdrosselung aufgehoben wird, denn normalerweise sollten die nicht schneller als 25 km pro Stunde fahren. Allerdings ist es fast standardmäßig so, dass diese Drosselung aufgehoben wird und dann fahren die E-Bikes 50 km pro Stunde und sind damit definitiv im Bereich eines Motorrades. Man muss auch ganz klar sagen, für einen Unfall mit 50 km pro Stunde bedeutet eigentlich die Verdachtsdiagnose Polytrauma. Dass wenn man hier auf einen Gegenstand auffährt, auf einen PKW oder einen Baum, dann muss man mit schweren Verletzungen rechnen und kommt üblicherweise auch in den Schockraum. Im Gebirge sind gefährliche Situationen vor allem das Abwärtsfahren, hier vor allem die Kurven. Wenn das Schotter, Steine in der Kurve liegen, kommt es sehr leicht zum Rutschen, zum Abrutschen. Auch wenn die Bremsen zu stark eingestellt sind, kann es dazu führen, dass es zu einem Blockieren kommt des Vorderreifens und es zu einem Überschlag kommt, dann auch mit entsprechenden Folgen.